Okay, mein Lieben. Also, Punkt 2. Jetzt machen wir wirklich eine kleine Aufgabe. Unsere erste Konstruktion. Es wird nicht schwierig sein. Also diejenigen, die letzte Woche hier waren oder vorletzte Woche, die wissen das schon. Ja? Einige haben schon im Buch nachgeschaut. So. Es geht hier eher darum, diese Arbeitsweise so einzuüben. Ne? Also nicht sofort ähnlich auf dem Papier zu stürzen und linear oder Zirkel zu nehmen und dann anfangen, hier so hin zu zeichnen, sondern einfach erstmal darüber zu Gedanken zu machen, ja, was will ich machen und wie soll ich das machen. Gut. Und das machen wir in drei Schritten. So. Wallet, erster Schritt, so, wir lesen die Aufgabe. Ja? So, wieso leider hier? Aber ich lese das jetzt hier vor und du liest auch jetzt hier für dich so vor. Konstruiere den Mittelpunkt einer Strecke AB. Oh. Cool. Also es gibt drei Sachen in dieser Aufgabe. Erstens, wir müssen irgendwas konstruieren. So, was müssen wir konstruieren? Den Mittelpunkt und aus was oder von was soll das konstruiert werden? Das ist der Strecke. So. Und da haben wir schon sofort unsere erste Sache. Was ist jetzt gegeben und was ist jetzt hier gesucht? Also gegeben heißt es dann, wir haben mit Sicherheit einen Punkt. Punkt A. Ein Punkt. B. Und die Strecke A. A, B. Ob wir das nicht haben? Ja, jetzt noch nicht. Aber wenn die Aufgabe so lautet, ist eine Strecke A, B, dann darfst du beliebig einen Punkt A und einen Punkt B aussuchen. Konkret ist es nicht gegeben, aber zweiter Punkt ist jetzt hier eine Skizze. Also A, B, verbindest du das? Weil die Skizzenzeichen muss nicht so genau sein. Da kannst du das mit Linearen, dann kannst du das mit freien Hand machen. Das ist erstmal so, so ein Plan. Ja, ein groben Plan. Ob jetzt hier so lang ist, oder so lang ist, oder so lang ist, oder so steht, oder so steht, spielt keine Rolle. Das ist mit Sicherheit bei jedem unterschiedlich. Ja, das ist mein Problem, nachher das irgendwie zu korrigieren. Ja, so. Strecke A, B, das sehen wir schon. Was ist jetzt gesucht? Der Mittelpunkt. Okay, also der Mittelpunkt. Und wir kürzen das mal auch schon ab. Also wie gesagt, Punkte mit großen Buchstaben. Nehmen wir einfach nur den großen Buchstaben M. Ja? Mittelpunkt M. Es gibt ein paar Leute, die zum Beispiel M oder Tom und dann die sagen M von A, B. Also Mittelpunkt von Strecke A, B, ja, oder Leistungszeichen, einfach nur M. So. Wo könnte diese M hier so liegen? Naja, so ungefähr hier da. Diese Mittelpunkt suchen wir. Die Frage ist, wie konstruiert, wie zeichnet man das? Und jetzt können wir überlegen. Das ist eine wichtige Aufgabe, ein wichtiges Problem. So überlegen, weil es gab zwei Städte. Ja? Und die Ewigkeit, ich streite immer darüber, ja, und wo sollen wir jetzt hier zum Beispiel einen Bahnhof hinbauen, ja, vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Also. Kannst du dir vorstellen, was für eine Diskussion da war bei diesen Highspeed-Strecke, also diese Schnellbahnstrecke zwischen Frankfurt und Köln, also damals in der Umgebung da war. So, wo soll dieser Zug noch anhalten zwischen den zwei? So, okay. Also, heißt es aber, dass diese Entfernung von Punkt A bis M, es ist Mittelpunkt, heißt, dass
diese Entfernung und diese Entfernung, die sind gleich. Ja? So. Also wenn wir jetzt die Gerade zeichnen könnten, so, was hier, also, da müssen wir nicht mal so was gesehen. Ein Gerade zeichnen, wo jeder Punkt gleich entfernt, entfernt von A und B ist, dann hätten wir diese M, weil die Schichtung ist dann genau die M. Und wir brauchen nur zwei Punkte zeichnen, weil durch zwei Punkte können wir diese Gerade zeichnen. Und das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer zu zeichnen. Überlegen. Also, ich nehme mal wieder unser berühmter Zirkel. Ich öffne und ich sage, wo ist der Punkt, was so weit liegt von beiden Punkten wie das hier. Also, stecke hier dabei rein, mache ich so. Alle diese Punkte sind so weit vom A entfernt. Jetzt mache ich genau das Gleiche, so ich steche hier rein. Alle diese Punkte sind so weit von B entfernt. Das heißt, dieser Punkt, diese Schnittpunkt von den zwei Bogen, ist gleich entfernt von A und B. Ein Punkt haben wir schon gefunden von der Gerade. Und jetzt machen wir nochmal. Entweder lassen wir das so, dann machen wir größer, ist egal, was ist klar. So. Stechen wir nochmal hier rein. So. 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 Nochmal. So. Und haben wir. Verbinden wir die zwei Punkte, haben wir dann eine Mitte. Ja? So. Das ist der Plan. Jetzt mache ich eine Pause. Du machst deine Konstruktion und dann vergleichen wir das. So, okay. Meine, ich habe schon hier die Strecke aufgezeichnet, Punkt A und Punkt B. So, öffne ich die Zirkel. So, Berlin, wie ich es auch erlebe. Es muss weiter geöffnet sein als die Hälfte der Strecke. Ja, also wenn ich jetzt so öffne, ist es nicht so cool, ja, weil dann gibt es keinen Schnittpunkt von den zwei. Ja? Also es muss größer alleine die Hälfte. So, also zum Beispiel jetzt so. Nochmal. So, und jetzt entweder lässt du das so, machst du auf der anderen Seite oder kannst du irgendwie kleiner machen. Also so. Egal. Ja. So, ich habe gerade noch geschafft. So, jetzt haben wir einen Punkt, ein zweiter Punkt, von dieser Gerade schon gefunden, während Punkte von beiden Punkten A, B gleich entfernt sind. Jetzt verbinden wir das. Und haben wir. Was heißt das? Hm? Da ist die Punkte. So. Ein paar kleine Bemerkungen. Diese Gerade, nennen wir mal zum Beispiel die Gerade G. Ja? So. Diese Gerade G ist. Ja, okay. Ich formuliere das anders, weil das ist jetzt an. Also, der Schnittwinkel von der Gerade G und von dieser Strecke AB sind 90 Grad. Na? Rechte Winkel. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, aber. Benennen wir, also solche Geraden, die auf der Strecke AB so 90 Grad stehen, die sind die sogenannte senkrechte Geraden. Ja? Also alle diese Geraden, die hier 90 Grad
Mhm. Ah, stimmt, die sind senkrecht. Ja, das ist das Wort. Senkrecht. Boah, ich schreibe das mal auf. Ja, also. Senkrecht. Alicia. Ja. Alicia, you see this line? This line and this line. Ja. This corner is 90 degrees. Then the Germans say it's called senkrecht. Senkrecht. Ja? Okay? So, that's going on. Und diese Gerade, was gerade genau durch den Mittelpunkt ist, das ist der Mittelsenkrechte. Ja? Mittelsenkrechte. Mittelsenkrechte oder die mittelsenkrechte Gerade. Ja, okay. Okay, also zwei solche kleine Benennungen. Und jetzt der erste war eine kleine Übung. Hausaufgabe. Es sind drei Punkte. Es sind die Punkte A, B, C. Ich habe schon eine Skizze gemacht. Diese Punkte A, B, C, Adrian. Die Punkte A, B, C liegen nicht auf einem Gerade. Ja? So, okay, gut. Die sind gegeben. Konstruiere die Mittelpunkte M1, M2, M3, also die Strecken Mittelpunkte. M1 zwischen A und B, M2 ist B und C und zwischen C und A. Okay? Also. Drei Mittelpunktkonstruktion. Gott, machst du dann dein Foto und schickst du mir bei iSurf mit zu. Okay? Gott. Also, meine Lieben, das war für heute. So. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.